Freunde, heute machen wir leckere Teigtaschen. Und diese Teigtaschen, da ist der Teig schon fertig gekauft und einfach mit Hackfleisch, ganz viel Zwiebel. So köstlich. Schaut mal, wie es von innen aussieht. Und jetzt zum Rezept. Hammer. Zunächst einmal mache ich die Füllung. Ich habe hier Hackfleisch, dazu gebe ich Zwiebel, so fein wie möglich geschnitten, oder man kann sie auch pürieren. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer, ich habe hier Oregano, einen Teelöffel. Jetzt habe ich hier tiefgefrorene Petersilie, brauchen schon ordentliche Menge, so um die 10-15 Gramm, und ich habe hier normales Wasser, 100 Milliliter. Das Ganze gut miteinander vermischen. Hier habe ich Jufka-Teigblätter, die breite ich hier aus. So, und nun kommt die Füllung drauf. Schön verteilen und wickel das so ein. Schaut mal, ich habe da jetzt schon ein bisschen Löcher dazwischen, also schon, dass es großflächig verteilt ist, und dann wickle ich das so ein, einmal von oben, einmal von unten. Und dann, wenn das jetzt das meiste schon eher eckig ist, dann in solche Teile. Also nicht rund einwickeln, sondern opa, so. Okay. Den lege ich jetzt zur Seite und befülle die anderen zwei, also insgesamt drei Blätter. Und die Füllung sollte man natürlich auf drei aufteilen. Ich habe hier Eier, dazu gebe ich etwas Salz. So, verquirle sie. Den Teig schneide ich in circa, also so um die 6 cm dicke Stücke. In der Pfanne habe ich etwas Pflanzenöl erwärmt. Nun werden unsere Teilchen in den Eiern gewendet und ab in die Pfanne. So, und es sollte nicht zu heiß werden, wirklich mittlere Hitze. Ich habe von maximal Stufe 9 habe ich jetzt erstmal 7. Weil wenn wir es zu heiß machen, brennt es von außen an und von innen wird es nicht durch sein. So. So, und irgendwann mal sind die von der einen Seite braun und schön wenden. Und wenn ich sie einmal gewendet habe, dann Deckel drauf, bis sie fertig sind. Und hole ich sie raus. So, von der anderen Seite auch schön goldbraun. Jawohl. Und so, bis alles weg ist. So. So ein Berg ist daraus geworden. Wir haben auch schon 3 Stück mit meinem Mann gegessen. Die sind so köstlich. Hier ist wirklich das Wichtigste, dass es nicht zu heiß gebraten wird. Es geht auch gar nicht ums Hackfleisch. Das wird auch schnell fertig. Der Teig, der braucht etwas länger von innen. Wirklich super köstlich. Freunde, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachbacken. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und Abo dalassen. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Eure Xenia.